Herr Präsident, Herr Bundeskanzler, sieht es für viele von uns so aus, als wäre die alte Basis der europäischen Integration verschwunden. Ist dies ein richtiger Eindruck? Brauchen wir eine neue Agenda? Oder wo müssen wir die alte abändern? Und vielleicht würden Sie, Herr Präsident, freundlicherweise die Diskussion anstoßen. Ja, mit Vergnügen. Erst einmal möchte ich mich entschuldigen, dass ich nicht Deutsch mit Ihnen sprechen kann. Und ich muss mich umso mehr entschuldigen, als ich Deutsch studiert habe, und zwar mein ganzes Leben lang. Und ich habe einen großen Teil der Jungfrau von Orléans zum Beispiel auswendig gekonnt, oder ich kann Ihnen auch die Lorelei rezitieren, wenn Sie das wünschen.